Und jetzt erstmal frühstücken am nächsten Morgen. Kriegt man so leckere Sachen. Und schöne, warme, frische Brötchen. Ja, ist schon vieles weggeputtert. Yum, 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 yum. Ja, wir waren ja schon vor 2 Stunden frühstücken. Und jetzt ist schon alles weg. Dann leckeren Kaffee hier noch. Ja, cool, ja, wie habe ich meine Hausschuhe vergessen? Noch die Zehen hochmachen kann und dann so ein bisschen sprechen lassen. Ja, der müsste dann die Schnute noch aufmachen. Genau. So. Ja, und hier unten ist auch so ein schöner, gemütlicher Raum. Da kann man ja auch Billard spielen. Und da sind wieder die Geräuschkulissen. Oh, die armen Entchen abgeschossen. Auch halt dann diese Amazon regelmäßig bestellende Flatrate. Hä? Oh, wieso ist denn hier auf Rekord? Ach, der schaltet sich dann aus. Oh. Die ist auch größer als die. Ja. Also wenn die Tür da ist, dann habe ich immer noch gegeben. Ist das Hier noch Spiele, man. Gesellschaftsspiele. Und hier sind so Knüffelspiele. Ganz knifflige Sachen, so die muss man lösen. Gar nicht so einfach. Na gut. Das ist dann PlayStation. Ja, und hier in dem Raum kann man auch Jenga spielen und hier 4 gewinnt. So. Oder halt da dieses Tic-Tac-Toe, das ist dann mit Werfen, da muss man versuchen auch 3 in eine Reihe zu kriegen. Ja. Und hier kann man noch was zeichnen und malen mit den Stiften. Yay. Ja, da wäre noch schönes Wetter für draußen, wenn man ein bisschen Badminton spielen will. Oder so. Noch mehr Blätter. Ja. Und später kommt ja auch noch das Infla- und Ballonpanel rein. Mal gucken, wird bestimmt lustig. Ja, mach. Gerade wegen Kuchen. Ja, also machen wir. Hup. Ja, und hier sind die extra großen Karten. Die kann man auch im Suit spielen. Nee, ich meine Phase 10, meinte ich, Entschuldigung. Bei Phase 10 ist es ja auch so, du hast ja auch die ganzen Nummern. Und ach nee, du musst Uno, ja auch dann mal die Geschäfte, du machst Uno. Ruhekarten und ja, hoffst, dass Uno. Du es auslegen kannst und du wärst fertig.
Und hier kann man schöne Kulissenbilder machen. Das ist mein Plan. Erinnerungsmarker sieht er irgendwie aus. Ja, was mit dem ausgezeichneten Stern? Ja, hier ist noch ein Stickertisch. Hätte man vielleicht alles auf da tun können. Ja, tun wir unsere auch noch weiter. Die sind dabei. Ja, die ist alles so knuffig. Gibt das auch noch was? Und hier sind knuffige Tierchen. Ja. Die suchen alle in der Unterseite. Ja. Ich gebe dir den guten Stoff, aber hallo. Der steht doch sogar direkt da. Ja. Wir haben das gute Zeug. Erzähl mal was über das. Honig. Das ist ja toll. Also das klang jetzt aber sehr sarkastisch. Das ist auch noch was. Ganze Honig. Honig. Edges. Ja, da gibt es Artworks. Bei mir nicht. Okay. Alles flug. Ich habe von einem Mann schon mehrere Daten. Ja. Pferde gibt es aber in einem Stichlein. Angeldragon. Ja. Und hier ist die Künstlerin. Hi. Felix. Kauft. Er will auch noch mal drauf, okay. Lucy. Künstlerassistent. Und das Dicker. Das ist ein Reinsteckepunkt. Das hast du noch gar nicht gehört. Ja, das ist der Trick von der Kiste. Der Name der Kiste sagt, dass du den falschen Weg hast, wo die einen hinhaben. Firos, aufpassen. Ein Spiel zu Casino. Dangerous. Das ist ja offensichtlich. Offensichtlich. Ach, scheiße. Ich gebe dir doch schon die Hilfestellung. Mein Gott. Ja, am Dealer Stand ist auch sowas, wo man wo gezeichnet wurde an der Tafel. Genau, den Whiteboards, genau. Und hier ist der Lars. Und hat auch noch den Husky dabei. Yay! Los. Oh, jetzt wird's eklig. Ich muss die schwarze hier reinspielen. Oh, jetzt wird's eklig. Jetzt ist es eklig. Wie heißt du denn? Da kann man gerade wegziehen. Ach, Alpha. Ja. Okay. Jetzt wird's Hallo. Ist das der Verfeilungsblock? Hallo. Hallo. Die Grüße von der Versailles. Grüße von dem Bundesfeuer auf der Welt. Sagt der Rest des Himmels auf der Welt. Oh. Das Glück. Ja, immer mehr, komm, immer mehr. So, und man kriegt hier auch noch was zu essen, mit heißem Wasser, was man sich nehmen kann. Naja, kriegt man eigentlich nicht, ich habe es von zu Hause mitgebracht. Ja, okay, man kann sich aber warmes Wasser und dann besorgen und dann hat man hier heiße Suppe. So. Ah, jetzt habe ich aber schon aufgestoppt. Bist du jetzt gerade live? Ja. Ja, es ist hier schön, es ist hier lustig und ich darf mal den legendären Verpeilersatz sagen. Ja, müsst ihr auch mal hierher kommen. Keiner. Luffig. Geht viel schneller vorwärts. Und jetzt gibt es leckere Kuchen. Lecker, lecker. Und Donauwelle. Und Zitronenkuchen. Ein Kugelhub. Kannst du alles gar nicht sehen. Und so sieht der andere Kuchen aus. 4 Sorten gibt es. Und Kaffee gibt es auch dazu, wenn man möchte. Oder Tee. Hast du besser gesehen?
Ja. Phaser habe ich draußen. Ja. Wenn du Phaser gesagt hast, der ist draußen. Nee, besser. Achso. Warum müssen wir alle gleich sprechen? Phaser, Phaser. Und hier wird fluffig geknuddelt. Ja, und jetzt beginnt das Implant-Panel. Ja, und dann werden hier die Tierchen aufgepustet. Ja. Ja, und so sieht das dann aus nach 30 Sekunden, wenn alles aufgepustet ist. Nein, nein, das dauert schon lange. Also man sollte schon wenigstens eine Stunde Vorlaufzeit bei einigen nehmen. Hier ging es jetzt, da waren nicht so viele. Aber es ist schon ganz schön. Nicht ohne es gut. Brauchst du nochmal Einzelbilder von denen oder nur Gruppen? Ja, und dann brauchst du das. Das war der schlimmste. Da haben wir keine Zettel. Warte. Vielleicht ich brauch nochmal Zettel. Komm, come on, Leute. Ich bleib jetzt hier. Das ist vielleicht auch besser so. Oh. Das war. Ist doch kein Bär, nein. Du willst nicht mitspielen, nein. Oh. Wolltest du da nicht bleiben? Mein Name ist Jack. Und mein Lieblingsgetränk ist Jack Daniels. Ich glaube, das darfst du gar nicht zeigen. Das könnte das als Schleicher gelten. Oh. Cooles Outfit. Danke. Ist das die Waldesrose? Ja. Ja.
fett. Er ist doch gar nicht fett, nein. Moment so, Alter. Takiro aber auch. Boah, ist der leicht. Ist das Metakunst? Du filmst wie er etwas filmt? Ja. Der Filmer ist im Film. Heißt es Phaser? Phaser Dragon, ja. Oder ich hatte immer gedacht, es heißt Phaser. So. Ach so. Frage, hast du... Ja. Mach doch Nissi. Die Ball haben. Entschuldigung. Ist es entscheidend. Du spielst einen Schadenkopf, die nimmt ihren Platz ein. Aber wenn du jetzt hier drei in einer Reihe hast, die gleich sind, würde diese ganze Reihe aus deinem Pool verschwinden und hier auch oben drauf. Genau. Genau, wenn ich dann sage, hier unten liegt ja jetzt noch 0, die ist ja dann gut genug gehalten. Wenn ich mal die Reihe vollstelle, so beide sind in der Dreier- oder Viererreihe. Ich habe ein bisschen einer aufgerufen. Zweierreihe 10. Wenn jetzt hier darunter eine 10 liegt oder ich eine 10 von ihm bekomme, löst sich diese Reihe auf. Sie gilt nur waagerecht und senkrecht. Dann mache ich das. Was muss ich mit dem machen? Muss ich die aufnehmen? Die musst du dann jetzt abnehmen.